Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Wir modellieren die Erde durch eine Kugel mit Zentrum O und Radius groß R gleich 6378 Kilometer. Dieser Radius groß R. Die Aufgabe lautet, berechne diesen Radiuswinkel und den Umfang von diesem Horizontkreis mit Zentrum M, wenn der Satellit Ogowan sich in einer Höhe klein h von 5000 km befindet. Um die Öffnung dieses Winkels Alpha zu bestimmen, nutzen wir selbstverständlich dieses rechtwinklige Dreieck, indem wir diese Ankathete R kennen und auch die Hypotenuse kennen. Denn die Hypotenuse, das ist der Erdradius R plus diese angegebene Höhe klein h. Hier geht es also um Ankathete und Hypotenuse, also berechnen wir den Cosinus von Alpha, der ist gleich zur Ankathete R geteilt durch die Hypotenuse R plus h. Also so. Wir kennen den Wert von R und wir kennen den Wert von h. Also brauchen wir nur den Winkel Alpha zu bestimmen, dessen Cosinus gleich ist zu 6378 geteilt durch 11378. Um diesen Winkel Alpha zu bestimmen, schalten wir den Taschenrechner ein. Wir achten darauf, dass er auf Grad eingestellt ist, das ist der Fall. Und um diesen Winkel Alpha zu finden, nutzen wir diese Funktion cos hoch minus 1. Die ist in Gelb geschrieben. Für Gelb aktivieren wir die Shift-Taste. Ich klicke auf Shift, Klick. Jetzt klicke ich auf Cosinus, Klick. Und im Display erscheint so Cosinus hoch minus 1. Wir suchen Cosinus hoch minus 1 von diesem Bruch. Also geben wir jetzt diesen Bruch ein. Ich klicke zuerst auf Bruch, Klick. Der Zähler ist 6378. Jetzt einmal Kursortaste nach unten, Klick. Und der Nenner 11378. Man muss die Klammer hier nicht unbedingt schließen. Ich schließe sie gerne, weil es so mathematisch sauberer aussieht. Und die Enter-Taste liefert dann sofort den Wert von Alpha. Der Wert Alpha ist also 55,905779993 Grad. Diesen Wert übertragen wir hierhin und somit haben wir die gefragte Öffnung dieses Radiuswinkels Alpha schon bestimmen können. Jetzt rechnen wir den Umfang von diesem Horizontkreis. Dazu bräuchten wir den Radius von diesem Kreis und um den zu bestimmen, setzen wir dieses rechtwinklige Dreieck ein, von dem diese Kathete der gesuchte Radius ist. Diese Kathete liegt dem Winkel Alpha gegenüber und wir kennen die Hypotenuse von diesem rechtwinkligen Dreieck, das ist der Erdradius R. Also arbeiten wir hier mit Sinus. Der Sinus von diesem Winkel Alpha, das ist die Gegenkathete klein r, geteilt durch die Hypotenuse groß r, also so. Daraus schließen wir, dass klein r dasselbe sein muss wie groß r mal Sinus von Alpha. Wir kennen aber groß r, dieser Radius wird angegeben. Wir kennen auch Alpha, den Wert haben wir gerade gefunden. Also setzen wir diese Werte hier ein und jetzt fragen wir noch den Taschenrechner, das Ganze auszurechnen. Ich lösche das von eben, der Taschenrechner steht immer noch auf Grad und gebe diese Rechnung ein. 6378 mal Sinus von 55,905778, ich schließe die Klammer, und Enter gibt uns jetzt den Wert von klein r.
Dieser Radius klein r beträgt also ungefähr 5281,72951 Kilometer. Und da wir diesen Radius kennen, können wir jetzt den Umfang vom Horizontkreis bestimmen durch die Formel U gleich 2 mal Pi mal r, also so. Und somit finden wir sehr schnell den Umfang, der beträgt ungefähr 33.186,08525 Kilometer. Und unsere Aufgabe ist beendet.